yeah, Elektrostadt. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, liebe Kinder. Ja, ich kann euch leider heute wieder keine Bastelfolge präsentieren und es liegt schlicht und einfach an Sachzwängen, wie der Politiker sagt. Ich habe nämlich mit dieser Badezimmerleuchte hier, übrigens Badezimmer, ein Raum, den ihr noch nicht hattet bei uns, mit dieser Badezimmerleuchte hier habe ich das, was wir Elektroexperten als ein Im-Arsch-Problem bezeichnen. Sie ist nämlich im Arsch und das ist für meine Frau ein erhebliches Problem. Ja, konkret im Arsch ist hier so ein Dingens da. Ich zeige euch das gleich noch aus der Nähe. Ja, konkret ist im Arsch, ganz offensichtlich. Da ist so ein Glas hier, ne? Das war auch mal da unten mit dran, nur, naja, es war. Und der Fliesenboden hat das Übrige dazu getan, dass es nicht mehr ist. Ich habe vom Hersteller ein Ersatzglas bekommen, wie das Leben so spielt. Die haben mittlerweile irgendwas an dem Winde gedengelt und Gehwinde gedengelt und passt nicht. Das heißt, ich habe mir eine neue Version dieser Leuchte besorgt, die ansonsten genau gleich aussieht, nur ein anderes Gewinde hat und die montieren wir jetzt zusammen. Das hier ist der Schalter für die Leuchte und sie ist geradeaus. Das reicht mir aber nicht und ich erkläre euch gleich warum, und zwar vor meinem Sicherungskasten, den kennt ihr schon. Wir befinden uns hier im Technikraum der Casa Bluford, auch genannt Engineering, und ich habe hier angesichts dieses wunderbaren Plans, den unser Elektriker damals hinterlassen hat, mal ermittelt, welche Sicherung für das Badezimmer oben zuständig ist. Es handelt sich hier um die Nummer 12, Licht- und Steckdose für die Zimmer im Obergeschoss. Und das knipst mal aus. Klack, aus. Ich Idiot, mein Rechner lief oben gerade noch. Ich werde jetzt feststellen, ob es Probleme gibt, wenn man dem einfach den Saft abdreht. Scheiße. Na, egal. Warum habe ich das gemacht? Ich meine, ich könnte ja eigentlich auch nur oben da die Leuchte ausmachen. Wir haben ja gesehen, gibt es einen Schalter dafür, ist alles wunderbar. Aber nein, das sollte man nicht tun. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ihr wisst ja alle, an so einer Steckdose oder so einer Leuchte oder so sind drei Kabel drin. Ein braunes, ein blaues und ein gelb-grünes. Jetzt ist es so, das blaue Kabel, das ist der sogenannte Nullleiter. Wahlweise könnte man auch Erde dazu sagen, dann wird man von einem Elektriker geschlagen, weil es eigentlich der Nullleiter ist und nicht die Erde. Dann haben wir da die Schutzerde, das ist dieses grün-gelbe, auch als Schutzleiter bezeichnet. Und dann gibt es das braune, und das braune ist das, wo eigentlich der Saft drauf ist. Traditionell nennt man das ganz gerne Phase. Was kann man jetzt machen, um so eine Leuchte auszuschalten? Naja, man kann entweder das braune Kabel schalten oder man kann das blaue Kabel schalten. Der Effekt ist der gleiche, die Leuchte ist aus. Aber es gibt einen wirklich großen Unterschied. Wenn man das blaue Kabel schaltet, ja, also den Nullleiter, dann ist die Lampe aus und man denkt sich, wunderbar, kein Strom. Und wenn man dann mal an das braune Kabel, das nicht geschaltet worden ist, dran fasst, dann merkt man ratzfatz, wo der Strom drauf ist und was das mit der Phase heißen soll, weil dann kriegt man nämlich 230 Volt gegen Erde referenziert und die geht dann durch einen durch und man tanzt den Elektro-Boogie. Ja, das will man nicht. Aus diesem Grund, Sicherung hier macht die Phase weg. Ja, dann ist da wirklich kein Kit mehr drauf und dann kann man noch ein bisschen dran rumbasteln. Und genau das machen wir jetzt. Unser Lämpchen ist jetzt aus, und dass das mit der Sicherung was gebracht hat, nehme ich ja dann schon den Umstand, dass es eigentlich angeschaltet ist am Schalter. Will heißen, es ist zumindest mal kein direkter Strom drauf, und ich mache es mir jetzt mal mit der Desassemblierung gleich. Leuchtmittel raus. Das hier, ne? Ist übrigens Hochvolt-Halogen. Finde ich sehr viel angenehmer als Energiesparleuchten. Und naja, als wir damals hier den Kram hingebaut haben, war LED noch nicht bezahlbar. Zack. Die hier oben auch raus. Zack. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Na gut. So, es gibt jetzt noch eine wichtige Kleinigkeit. Nämlich, ich habe hier so ein Gerät, einen sogenannten Duspol, 2-poliger Spannungsprüfer. Mit dem checken wir jetzt erstmal, ob wirklich kein Strom drauf ist. Es gibt dazu eine wichtige Sache, die man wissen muss. Mit dem Ding sollte man immer erstmal an einer bekannt funktionierenden Steckdose prüfen, ob er Strom anzeigt. Dann geht man messen und dann erst... Danach prüft man nochmal an der Steckdose, sodass man weiß, vorher hat er funktioniert, nachher hat er funktioniert. Die Messung dazwischen war auch zuverlässig.
Das mache ich jetzt aber ohne euch. Ich mag nämlich die Kamera nicht mehr vom Stativ nehmen. An der Steckdose draußen hat er gepiepelt. Und dann schauen wir mal hier. Da kommt nichts. Da kommt auch nichts. Also ich würde mal vorläufig davon ausgehen, dass da wirklich keine Spannung drauf ist. Und kann jetzt das Ding hier mal entfernen. Erfreulicherweise nicht übermäßig komplex. Also ein Schläubchen drin. Oh, noch ein Schläubchen. Ja. Können wir da dran ziehen ein bisschen. Oh, dann schaue ich da mal an, wie das gemacht ist. Da sind Kabels. Da ist noch eine Kunststoffhaltung. Mann. Können die sowas nicht ein bisschen einfacher machen? Na, abgepöppelt. Jetzt sehen wir hier. Unser Elektriker hatte damals eine gewisse Vorliebe dafür, Lüsterklemmen zu verbauen. Die mag ich jetzt nicht so gern. Aber ich gehe da gleich noch so eine schöne Vago-Klemme holen für das Teil, das ich als Ersatz dran steuere. Und jetzt gehe ich hier an das blaue Ding, sondern an das braune. Durchgangsprüfer sagt Durchgang. Das ist komisch. Schau mal kurz. Schalter. Sie war gerade tatsächlich aus. Ich habe es mal angemacht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich hier einen kurzen habe zwischen meiner Masse und also genau genommen dem Nullleiter und dem Leiter, aber er sagt, es ist Verbindung da. Es ist kein Strom drauf, ja? Aber es ist eine Verbindung da. Ich glaube, das sollte ich mir nochmal näher anschauen. Ist klar, ne? Sogar dieses komische Plastikteil hier ist bei der neuen Version der Leuchte etwas anders. Ich kann also nicht mal das blöde Ding drin lassen, ja, bloß den Rest hier irgendwie ändern. Nee. Ich muss die ganze Scheiße rauszuppeln und wirklich alles hier neu machen. Das ist ja super. Und was den Elektriker dazu gebracht hat, hier Schrauben und 20er Torx zu verwenden, ja, statt irgendwie nochmal einen Kreuzschlitz, ich weiß es nicht. Irgendwas wird er sich dabei gedacht haben. Was ich übrigens ganz gut finde, das alte Teil hatte ja einfach so ein Loch, wo die Kabel durchgekommen sind. Bei dem neuen Teil ist so eine kleine Gummiführung dabei, finde ich insgesamt etwas sicherer, was an nicht die Kabel abschleppen kann. Ich hatte ja vorhin noch vollmundig versprochen, dass ich hier natürlich so eine gute Vago-Klemme dran mache, aber wisst ihr was, ich bin echt zu voll dafür. Ich mache da jetzt so eine Lüsterklemme, also die ist hier bei der Leuchte schon dabei. Und ich bin jetzt einfach mal so frei und benutze die auch. Ich habe ja keinen Bock, mir zu überlegen, wie ich in das kleine Gehäuse die dicken Vago-Klemmen reinkriege. Ich habe nämlich die schmalen leider nicht da. Also nehmen wir einfach das Material, das wir haben. Fest. Na bitte. Falls sich jemand wundert, dass ich schwitze wie ein Tier. Meine Frau hat gerade gebadet hier drin, es ist ziemlich warm. Und ich möchte die Fenster nicht aufmachen, weil Außengeräusche, ne? Ach, alles für euch. Ich leide für meine Fans. So. Kabellage ist hier drin, das sieht alles soweit ganz gut aus. Leuchte ist drauf, festschrauben. Bleibst du da? Ist gar nicht so einfach. Nächstes Mal hole ich mir jemanden zum Halten. Wofür habe ich schließlich geheiratet? Verdammt. Für einen Funktionstest wird es reichen, dann schauen wir mal, ob man es einfach hinbiegen kann. Wenn ich mich als Handwerker betätige, muss ich schließlich auch Fisch am Bau handwerksgerecht ausführen, so wie jeder richtige Handwerker. Jetzt also. Die Birne kommen rein. Das sind wenigstens noch dieselben Fassungen wie bei der alten. Jetzt hier noch die Gläser drauf. Ja. Eins von oben. Sitzt. Das von unten. Sitzt.
Ist gerade? Ja, ist gerade. Ist fertig. Jetzt gehe ich mal runter und mach mal den Schalter an. So. Jetzt wird's spannend. Entweder fliegt, wenn ich's hochmache, der F4-Dross oder nicht. Das hängt ziemlich stark davon ab, ob der Kurzschluss da oben normal war oder nicht. Wie dann? Effi ist noch drin. War wohl in Ordnung. Dann schauen wir mal, ob mein Lämpchen leuchtet. Tada! Es ist an und es ist schief wie die Seuche. Aber... Ne? Ja. Passt. Wunderbar. Ja, meine Lieben. Das Lämpchen leuchtet. Die beste Ehefrau von allen ist begeistert. Ich bin ein bisschen verschwitzt, aber ich werde es überleben. Und ihr habt gesehen, wie das aussieht, wenn ich mich hier als Hausmeister betätige. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Zum abschließenden Abschluss hätte ich noch so ein paar Hinweise. Erstens, ich bin heute Abend im Radio. Also heute ist Samstag, der 9.4.2016. Und heute Abend so irgendwie um 7:30 oder so bin ich in der Sendung Trackback bei Radio Fritz zu hören. Hat mich auch überrascht, aber da hat mich so ein gewisser Timo von einem mir bis dahin unbekannten Podcast, ich gestehe es, namens Bits und so, vorgeschlagen und die haben sich gesagt, ja, hey, den Zappes, mit dem wollen wir mal reden. Wer Interesse hat, ne, also ich hinterlasse da in der Beschreibung einen Link auf Radio Fritz und da kann man den Kram dann hinterher auch mal als Podcast runterladen. Also falls es euch interessiert, könnt ihr euch ja mal anhören. Des Weiteren habe ich eine ganz neue Art von Videoprojekt in den Startlöchern, die überhaupt nichts mit Elektronik zu tun hat und auch nicht in meinem Channel erscheinen wird. Ich kann dazu noch nicht sehr viel verraten, aber es hat was mit meinem Sekundärhobby zu tun und ich werde euch mit Sicherheit noch sagen, wann, wo, wie und so weiter. Wird cool. Und ja, eigentlich... Hau noch unten in die Beschreibung einen Amazon-Einkaufslink für den Duspol da rein. Ich meine, vielleicht will ja irgendjemand den haben. Oder falls ihr die Leuchte gut findet, ich glaube, die gibt es da auch, verlinke ich auch. Und das war's dann. Ich setze mich jetzt an meinen Rechner, schneide den ganzen Kram, lade ihn hoch und wünsche euch bis dahin noch frohes Basteln. Und für diesen Kram holt ihr euch einen Elektriker, sofern ihr euch nicht wirklich zutraut, es zu machen. Aber eigentlich ist jetzt nicht Hexenwerk oder so. Kann man notfalls alleine machen, aber mit dem richtigen Werkzeug und ein bisschen Augenmaß. Bis dahin, tschüssi!